Rintaro Yajima, der Chemnitzer FC und Wacker Nordhausen waren interessiert. Auch ein Drittligist hätte den 25-Jährigen gern verpflichtet. Ein Wechsel kam nicht zustande. Heiko Weber und der ZFC meldeten vor einem Monat Vollzug in Sachen Transfer. Mäusewitz in Rot unter der Woche mit der 0:3-Pleite in Nordhausen. Spielerisch waren sie aber alles andere als unterlegen. Gegen die Hertha keine 3 Minuten gespielt. Das ist Trübenbach und da ist der Yajima. Kein Elfmeter, sagt Schiedsrichter Richard Hempel. Yajima heute in der Doppelspitze mit Trübenbach. Der Neuzugang der auffälligste in der ersten Viertelstunde und mit japanischer Kunst. Schön abgelegt auf Stenzel. Trübenbach scheitert ans Marsch. Trübenbach noch ohne Saisontor. 7 Sekunden vom Einwurf bis zur Großchance. Spielerisch besonders wertvoll dieser ZFC-Angriff. Hertha erst mit 2 Spielen in dieser Saison, ein Unentschieden, eine Niederlage. 24. Minute, jetzt kombinieren sich die Berliner mal durch. Pfeiffer vor Ernst am Ball. Blumberg. Und Pachulski taucht ab. Die Aufgabe von Herthas Trainer Ante Čović auch in dieser Saison, aus Jungs Männer machen. Und Heiko Weber, der möchte bei den Standards noch mehr Präzision. 38. Minute, Freistoß, Luca Bürger mit der 6. Und am langen Pfosten läuft einer durch, Hendrik Ernst. 1:0 Mäusewitz. Ernst kam aus Hannover von der zweiten Mannschaft, war da Kapitän, spielte für 96 in der ersten, für RB Leipzig in der zweiten Bundesliga. So viel Erfahrung für den ZFC zahlt sich aus. Zur Pause führt der Gastgeber. Zweite Halbzeit, 1 Stunde vorbei und Mäusewitz lauert auf Konter. Florian Eggerer. Mit diesem Ball kann Büch gar nichts anfangen und dann geht's schnell. Trübenbach auf Yajima. Der schüttelt Büch ab. Ernesto klärt zur Ecke. Rintaro oder Rin, wie sie ihn in der Mannschaft nennen, ein echter japanischer Sonnenschein. Bei der anschließenden Ecke gleich wieder mittendrin. Yajima. 1,72 Meter groß, gegen Rathenow traf er schon per Kopf. Die Offensive mittlerweile so etwas wie das Prunkstück bei Mäusewitz, denn sie haben ja auch noch diesen Andi Trübenbach. Was für ein Solo. Den stoppt keiner mehr, auch nicht Verteidiger Florian Bark. 2:0, 74. Minute. Trübenbach seit 3 Jahren in Mäusewitz, macht sein 23. Pflichtspieltor und was für eins. Wenn ein Angriff mal läuft, dann ist das die pure Entschlossenheit. Das zeichnet die Weber-Truppe zu Saisonbeginn aus. Der ZFC kann momentan nur hoch verlieren oder hoch gewinnen. Kurz vor Schluss. Der eingewechselte Dartsch gewinnt das Kopfballduell und orientiert sich sofort Richtung Strafraum. Und da kommt er wieder. Alexander Dartsch. 3:0. Der Neuzugang aus Chemnitz gegen Nordhausen schon mit einem Kurzeinsatz. Jetzt trifft er zum ersten Mal für seinen neuen Verein. 3:0 der Endstand. Mäusewitz mit der neuen Leichtigkeit. Robert Schimmel, bitte. Wir haben in der ersten Halbzeit genauso gespielt, mit vielen Chancen. Es hat lange gedauert, bis es 1:0 fiel. In der zweiten Halbzeit hatten wir 2-3 Mal ein bisschen Glück bei ein paar Aktionen von Hertha BSC. Aber Trübenbach mit einem unglaublichen Tor hat das Spiel entschieden. Und dann geht das 3:0 aus. Und Rintaro Yajima, der hat schon genaue Pläne für die Zukunft. Noch 1 Jahr, ich spiele 4. Liga und dann 3. Liga gehen. Ich hoffe. Die 3. Liga für Mäusewitz noch kein Ziel. Bleiben sie so effektiv, haben sie aber mit dem Abstiegskampf wohl nichts zu tun.